Das 6-Tage-Rennen auf TV Berlin wird Ihnen präsentiert von der Allianz F200, Ihre Agentur für Versicherungslösungen für Privat- und Gewerbekunden. In der Friedrichstraße 200 in Mitte und jetzt neu auch in der Cottbuser Straße 4 in Kreuzberg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem TV Berlin Spezial, das 107. Berliner 6-Tage-Rennen. Es ist gelaufen, das Finale steht, einen Tag zeitversetzt, zeigen wir Ihnen nochmal die größten Highlights dieses Finaltages. Die Gewinner stehen fest und mein Kollege Jan-Olaf Starkholder sagt Ihnen, wer das 6-Tage-Rennen in diesem Jahr gewonnen hat. Die Niederländer Wim Strotega und Juri Havik sind die Sieger des 107. Berliner 6-Tage-Renns. Am Schlussabend verteidigten sie vor 7500 begeisterten Zuschauern im Berliner Velodrom in einem Kopf-an-Kopf-Rennen ihren Titel. Mit nur 6 Punkten Vorsprung gewann das Duo vor Kenny de Ketele und Moreno de Pau. Die Lokalmatadoren Roger Kluge und Theo Reinhardt belegten am Ende den dritten Rang. Heute hatte ich gedacht, naja, es ist möglich heute Abend, aber ich weiß immer nicht, was die Deutschen machen und was die Belgier machen. Und am Ende haben die richtig gekämpft. Und in die letzten 30 Runden habe ich gar gesehen, ja, das schaffen wir so. Das war eigentlich perfekt. Spannender konnte es nicht zugehen am Finalabend der Six Day Berlin. Die erste Jagd des Abends konnten Roger Kluge und Theo Reinhardt für sich entscheiden. Damit schoben sie sich auf Platz 3 der Gesamtwertung. Und auch im 500 Meter Zeitfahren dominieren Kluge und Reinhardt und kamen den führenden Belgiern und Niederländern immer näher. Die große Jagd holte sich allerdings das Team Strotega Havik knapp vor de Pau und de Ketele und somit den Gesamtsieg. Theo Reinhardt und Roger Kluge gaben zwar alles, wurden letztlich Dritter und können mit diesem Ergebnis gut leben. Wir haben es probiert, heute gleich mit der ersten Jagd dagegen zu halten. Wir haben es innerhalb der letzten Jagd auch nochmal probiert, dort dagegen zu halten. Aber ja, es ist uns nicht gelungen und wie gesagt, große Anerkennung für die Leistung der Holländer und der Belgier. Definitiv die stärkste Mannschaften hier. Im nächsten Jahr können sich die Fans durchaus berechtigte Hoffnungen machen, dass Roger Kluge und Theo Reinhardt wieder zusammen agieren werden. Ich denke, die Chancen stehen schon sehr gut, dass wir im nächsten Jahr hier versuchen, neu anzugreifen und auch in der Form der Mannschaft so bestehen bleiben. Na dann, auf ein neues im Jahr 2019. Ja, liebe Zuschauer, beim großen Finale hier beim Berlin Six Day haben wir uns natürlich nochmal Mathis Richter vom Tourismusverein Treptow Köpenick dazu geholt. Guten Abend nochmal. Und Mathis, du hast uns heute wirklich eine wahre Legende mitgebracht, Olaf Pollack. Guten Abend euch beiden sozusagen. Und Olaf, du warst ja am ersten Abend, glaube ich, bei der Nacht der Legenden die jüngste Legende mit am Start. Wie war's? Ja, es war fantastisch gewesen, die alten Haudegen nach so vielen Jahren wiederzusehen. Natürlich hat man mit den ein oder anderen Legenden einen größeren und eher schnelleren Kontakt. Aber die alten Legenden wie Martinello und Villa und Jimmy Madsen, die sieht man nicht alle Tage. Und es ist natürlich schön, sie nach all den Jahren wiederzusehen. Ihr seid ja auch mit einem eigenen Team hier dabei gewesen beim 6-Tage-Rennen. Wir sind mit einem eigenen Team dabei, das Team 15, Heslich und Burkhardt, die sich beachtlich schlagen. Ja, das ist ein junges Team, ja, sie sind relativ weit hinten, aber ja, wir sind ein junges Team als der Selecto und wir wollen auch den Nachwuchs fördern und das ist uns ganz wichtig. Das ist Mathis auch die Verbindung, die euch beherrscht, will ich es mal sagen. Ihr kennt euch seit vielen Jahren, ne? Eigentlich seit, ich glaube, fast 15 Jahren mittlerweile. Das ist eine langjährige Freundschaft mittlerweile, muss man sagen. Und das, was uns verbindet, ist seit vielen Jahren eben halt die Förderung in den Nachwuchs, überhaupt in den Radsport zu investieren. Es war ein schönes 6-Tage-Rennen in diesem Jahr wieder. Und auch das vereint uns bis zur heutigen Zeit eher mittlerweile auf einem ganz anderen Niveau. Und wir investieren immer noch gerne in den Nachwuchs. Ihr plant ja viel mit Elektromobilität. Olaf, du hattest auch mal ein bisschen was mit E-Bikes zu tun, ne? Ja, ich habe einen ganz kurzen Einblick mal in diese Szene bekommen. Mein damaliger Gesellschafter wollte unbedingt Elektrobikes auf den Markt bringen. Ich habe mich dann auch mal umgeguckt in China, aber wir haben dann ganz schnell die Finger davon gelassen.
auf eine weiterhin lange Freundschaft, Zusammenarbeit zwischen, ja, und auch Nachwuchsförderung haben wir ja in diesen Tagen auch gelernt, dass das immer noch wichtiges Thema ist und dass das betreut werden muss. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sind natürlich gespannt. Es gab natürlich auch die große Kategorie Sprint. Ja, und mein Kollege Jan-Olaf Starkwolder bringt Sie jetzt auf den neuesten Stand, wer denn da eigentlich gewonnen hat. Der Nate Hagid, Publikumsliebling Nate Koch, ist für immer vom Profirad gestiegen und kümmert sich künftig erst einmal um seinen Nachwuchs. Die bereits länger währende Freundschaft zwischen dem Kalifornier und dem Sprint-Gesamtsieger vom Velodrom Maximilian Levy ist neu für die Zuschauer und die Medien. Für die beiden, die sich im Trainingslager auf Mallorca kennengelernt haben, ist dies natürlich nicht der Fall. Nate Koch schenkte Levy ein I Love Nater T-Shirt. Das Rückgeschenk ist unterdessen allerdings noch nicht gedruckt. Das weiß ich noch nicht. Er wird jetzt erstmal Vater und ich glaube, das ist er derjenige, der die Geschenke erstmal bekommt. Eines Tages werden wir mal sehen. Für Sprint-Gesamtsieger Maximilian Levy lief es bei diesem Six-Day noch besser als in den vergangenen Jahren. Persönliche Bestzeiten bleiben nach der 107. Auflage des Traditionsrenns. Ich bin die zwei besten oder schnellsten Rundenrekordzeitfahren gefahren hier in meiner Karriere. Und das bei mittlerweile 12 Teilnahmen, also sprich bei 72 Versuchen. Und das gibt mir natürlich Mut für die nächsten Aufgaben. Die Autogramme von der ersten Damen-Sprint-Gesamtsiegerin im Velodrom, Christina Vogel, sind heiß begehrt. Die schnellste Dame der Welt enteilte auch bei der ersten Auflage eines Damen-Sprintrennens im Berliner Velodrom der Konkurrenz. Es waren unheimlich schöne 3 Tage, die wir gefahren sind. Die Stimmung war total krass. Ich freue mich, wo jener gekommen ist. Und es gibt so ein bisschen so extra Motivation jetzt für die letzte Phase zur Weltmeisterschaft. Was bleibt von der ersten Auflage, sind viele tolle Erinnerungen. Wenn du hier Fahrrad fährst und die fliegende Runde anfährst und es schreien dir ungefähr 12.000 Menschen einfach zu, das ist der Hammer. Also du hörst deinen eigenen Atem nicht mehr und das ist halt einfach nur krass. Die Geschwindigkeit der Sprinter hat die Berliner wieder einmal fasziniert. Doch für die nächste Ausgabe des 6-Tage-Rennens gilt natürlich wieder, nichts ist so alt wie die Bestzeiten des vergangenen Jahres. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Schluss unseres TV Berlin Spezials hier vom großen Finale beim 6-Tage-Rennen wollen wir natürlich mit dem Chef des Ganzen sprechen, Geschäftsführer Walz Miltovic. Hallo erstmal, und Walz, waren noch 6 atemberaubende, tolle Tage, oder? Erstmal ja, guten Abend und ja, vielen Dank. Das waren 6 sehr spannende Tage und haben viel, viel Spaß für uns gemacht. Und wir sind sehr, sehr glücklich und wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir haben nochmal ein großartiges Spektakel in Berlin hingekriegt und das war richtig, richtig geil. Wir standen ja schon letztes Mal genau an derselben Stelle und haben quasi darüber gesprochen, dass viele gesagt haben, Mensch, neuer Veranstalter, Mensch, der wird auch viel ändern. Wie ist denn das Feedback in diesem Jahr gewesen, ja Leute? Also ich habe mich ja auch umgehört, die meisten sind eigentlich ja zufrieden. Ja, also wir haben relativ viel geändert dieses Jahr und natürlich am Anfang für viele Leute, es war etwas Neues. Für manchen wurde wahrscheinlich sagen, sogar Schock etwas, ja. Aber allgemein, alle sind sehr, sehr zufrieden und wir denken, dass wir sind auf gutem Weg, die 6 Tage sogar besser und besser in dem Jahr machen. Was wollt ihr vielleicht nächstes Jahr ändern, also 2019? Plant ihr vielleicht auch noch irgendwas bei den Tickets zu machen? Auch vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Angebote noch in die Veranstaltung mit zu integrieren? Gibt es da von euch schon Überlegungen? Ja, also wir sind jetzt nur ganz frisch vorbei mit 2018 und mussten erstmal auswerten, was war gut. Was lief nicht so gut, wo können wir noch verbessern was und ob wir brauchen Neuigkeiten, große Neuigkeiten, ganz, ganz schnell, ich würde sagen, wahrscheinlich große Neuigkeiten würde nicht geben, aber kann ja sein, einzelne oder andere Überraschungen. Also und werden noch an einigen Stellenschrauben Feinjustierungen gemacht. Mehr Verbesserungen als Neuigkeiten. Was ist das Feedback der Fahrer, der Sportlerinnen und Sportler? Waren hier erstmals auch die weiblichen Sprinter mit dabei? Was habt ihr da für ein Feedback bekommen? Also hier an der Stelle bei unserem kleinen Studio waren alle erstmal zufrieden und begeistert auch. Also die Sprinterin war Hammer. Das war sehr,
sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wir sind sehr zufrieden damit und es ist schon klar, dass mit Sprintrennen werden wir bestimmt auch im Halbprogramm nächstes Jahr arbeiten und auch mit Damenrennen. Wir sind sehr zufrieden. Das war ein sehr starkes Fahrerfeld. Gab es keine sehr, sehr starken oder sehr, sehr schlechten. Der Feld war relativ monolith und dafür die Rennen war sehr spannend und interessant. Und was geht um Männer, um Profis, ja, nur da wir hatten zum Glück sehr, sehr starkes Feld und die haben eine riesen Show geliefert und Sprinter sind ja das Beste wahrscheinlich, was gibt, obwohl ich würde sagen, in 2018 das Highlight des Events war eigentlich am Sonntag die kleine Laufradfahrer oder Renner eigentlich. Okay, also der Familiensonntag. Ja. Also, das Datum können wir aber schon verraten für 2019, ne? Ja, Datum um 2019, muss ich jetzt eingucken, da haben wir das geschrieben. Da haben wir. 24. bis 29. Januar 2019. Also, das sollten Sie sich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon mal ganz dick in Ihren Terminkalender eintragen. Die Damen sind wieder mit dabei und ich denke mal, das eine oder andere Talent, was sich hier 2018 rauskristallisiert hat, wird definitiv auch 2019 wieder mit dabei sein. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse am Berliner Sechstagerennen, am Radrennsport allgemein. Jetzt folgen die Bilder des Tages. Ich sage Tschüss und bis bald. Sechstagerennen auf TV Berlin wurde Ihnen präsentiert von der Allianz F200, Ihre Agentur für Versicherungslösungen für Privat- und Gewerbekunden. In der Friedrichstraße 200 in Mitte und jetzt neu auch in der Cottbusser Straße 4 in Kreuzberg.